Ja, hallo liebe Fahrradkanalfreunde. Heute möchte ich euch gerne eine Fahrradtour vorstellen, die von Blankenheim bis nach Altena geht. Ja, hier seht ihr den Kurs. Die rote Strecke ist ein Stück mit dem Fahrradbus, die blaue, die hellblaue mit dem Zug 1 und die zweite Strecke mit dem grünen auch Zug. Ja, hier die Fahrradbus-Fahrkarten, die kann man vorher reservieren lassen, zumindest für das Fahrrad, leider für die Person nicht. Und hier die DB-Buchungsmöglichkeit, ja, kann man leider auch nur am selben Tag buchen, weil dieses Einzelticket von 10,70 € leider nur an dem betreffenden Tag buchbar ist. Und auch die Fahrradticketbuchung war auch nicht so ganz einfach. Darum habe ich mich entschlossen, dann ein Tagesticket zu nehmen. Das konnte man nämlich online buchen. Das andere im VHS ging leider nämlich auch nicht so ganz unproblematisch. Ja, hier sind wir in Altena an der Bushaltestelle am Rathaus. Und wie ihr seht, hier sind wir auch schon im Fahrradbus und sind jetzt unterwegs hier nach Euskirchen. Beziehungsweise hier Rheinbach, um nach Euskirchen zu gelangen. Ja, hier sind wir dann auch schon in Blankenheim Wald. Und hier geht es jetzt in Richtung Blankenheim Ort, wo die Ahren springen. Ja, ihr seht jetzt, beziehungsweise ihr werdet gleich hören, wie schön laut das an der Straße ist. Da werdet ihr jetzt gleich eine wunderschöne Kostprobe bekommen. Jo, das war schon mal Nummer 1. Und da folgen auch schon die nächsten. Ist also nicht wirklich sehr schön und prickelnd, auch wenn es hier Gott sei Dank eine Fahrradspur extra gibt neben der Landstraße. Ist nicht wirklich schön, macht auch nicht sehr viel Spaß. Ja, hier schon die nächsten. Wie gesagt, nicht sehr prickelnd, ne? Also das macht nicht wirklich sehr viel Spaß, da langradeln zu müssen. Ja, von daher also nicht unbedingt empfehlenswert, aber was will man machen? Ich habe gedacht, kurz und schmerzlos, der kürzeste Weg, also von Blankenheim Wald, dem Bahnstationsbahnhof, mit dem Zug dort aussteigen und dann eben ab auf die, ja, diese Strecke hier ist nur 5 Kilometer lang. Man kann natürlich auch ein bisschen woanders herfahren und dann ja, wird es nicht gerade moderator hochgehen, im Gegenteil, da gibt es glaube ich dann auch ein bisschen steilere Strecken, die bergauf gehen. Jo, und ist dann auch roundabout 2,5 Kilometer länger. Deshalb, wie gesagt, kurz und schmerzlos, habe ich gedacht, dann eben hier an der Straße lang, zumal hier das Stück ist ja Gott sei Dank dann auch noch als Radweg neben der Straße, aber das wird sich leider auch gleich ändern. Ja, ich weiß gar nicht, ob dieses Stück hier überhaupt noch Radweg ist. Naja, ist mir auch relativ wurscht, weil ich habe nicht wirklich viel Lust auf der Straße zu radeln, aber gut, ab hier ging es denn leider doch nicht. Und das ist jetzt hier der Vorort von Blankenheim, also der Stadt, dem Ort, wo die A entspringt. Ja, und so hört sich das eben an, da, ne, mit den Motorrädern. Das halt ganz gut da zwischen dem Hauswänden. Ja, das noch mal so eine akustische Kostprobe, macht also nicht wirklich sehr viel Spaß. Ja, ihr seht schon, ne? Also Radweg ist hier wohl nicht. Ja, Blankenheim, dort entspringt die A und ja, wie gesagt, die ist die kürzeste mögliche Strecke, die ist dann so
knapp rund 5 Kilometer lang. Hier habe ich eben einfach beschlossen, dann doch auf dem Bürgersteig, wenn man das so nennen kann, ist ja auch ziemlich schön schmal und ihr seht, die anderen Verkehrsteilnehmer sind recht flott unterwegs. Ja, meine Frau hat es dann vorgezogen, doch ordentlich nach Straßenverkehrsvorschrift auf der Straße lang zu fahren. Ja, hier sind wir auch schon an dem Kreisverkehr. Hier muss man die dritte Ausfahrt nehmen und da kurz dahinter dann auch die nächste rechts und dann gelangt man in den Ort. Ja, hier sieht es so aus, als wenn es ein Stück Stadtmauer ist. Ob es eine war, kann ich nicht sagen. Stand Hotel dran. Ja, ihr seht rechts und links schöne alte Fachwerkhäuser. Naja, ob es denn wirklich so schön ist für die Anwohner, weiß man nicht. Ob es innen auch gemütlich ist oder nett ist, kann man nur hoffen. Hier geht es denn auch zweimal links von der Hauptstraße ab, dann auch Richtung A-Quelle. Die haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen wollen und ja, nachfolgend könnt ihr euch die Bilder anschauen. Ich habe, wie gesagt, hier denn auch meine neue Errungenschaft, die Insta 360 Grad Cam getestet. Hier sieht man die A in ihrem, ja, leider ersten nicht so natürlichen Flussbett, wenn man das so mal nennen will. Ja, da sind auch 1726 eine Inschrift. Die A entspringt hier ja in einem alten Kellergewölbe und tritt hier dann zum ersten Mal ans Tageslicht. Jo, ihr könnt euch ja hier dann umschauen mit der 360 Grad Kamera in aller Ruhe. Jetzt geradeaus vor uns, da ist eine entsprechende Kirche. Es sieht, wie gesagt, hier in diesem hofartigen Gebiet recht nett aus. Und ja, ist recht beschaulich, schön ruhig. Ich denke mal, man sollte hier sich auch benehmen. Hier wohnen ja Leute und nicht groß rumquatschen oder laut sein. Ich denke mal, die Anwohner werden es uns danken. Ja, schaut euch ein wenig um. Nicht vergessen, linke Maustaste aufs Bild festhalten und dann könnt ihr euch ringsum und schauen. Jo, und jetzt könnt ihr die Ansicht hier genießen. Ja, Blankenheim, was gibt's da oder gäbe es da noch zu sagen? Hat roundabout 8000 Einwohner, setzt sich aus 17 Ortschaften zusammen. Auf den Quadratkilometer kommen 57 Einwohner je Quadratkilometer. Ja, was ist noch zu Sehenswürdigkeiten? Ist übrigens staatlich anerkannter Erholungsort. Tja, die Sehenswürdigkeiten, die vielleicht bekannteste ist die A-Quelle, wie ihr gerade gesehen habt, die in einem Kellergewölbe eines Fachwerkhauses aus dem Jahre 1726 gefasst wird. In direkter Nachbarschaft gibt es dann noch das Eifelmuseum. Ja, dann wäre da sicher noch zu erwähnen der Hirtenturm in Blankenheim. Die St. Marie Himmelfahrt Kirche und die Pfarrkirche und Burg Blankenheim. Ja, wir haben uns gerade hier schon mal ein Eis gegönnt im unteren Teil von Blankenheim. Kann ich nur sehr empfehlen. Und jetzt machen wir uns auch auf den Weg auf den Ahrtalradweg. Der ist übrigens dann da auch beschildert. Hier übrigens rechts auch öffentliche Toiletten. Falls jemand noch mal zur Toilette muss, weil er das im Zug nicht erledigen konnte oder noch nicht musste. Ja, und wir fahren jetzt los auf dem Ahrtalradweg.
Zur Linken ist da noch ein Teich oder ein kleiner See in Blankenheim. Ja, und hier lasse ich dann auch mal die Leute, die bergauf radeln müssen, an Hindernissen vorbei, damit die nicht absteigen müssen. Macht man sich ja mal so, habe ich auch mal gelernt in der Fahrschule. Beim Autofahren im Winter, ne, ist da zum Beispiel, und beim Fahrradfahren, ne, ihr wisst schon. Ja, so, und hier südlich ein Stückchen direkt vom hinter dem Ortsausgang, also von dem Ortskern von Blankenheim, beginnt für mich aus meiner Sicht der eigentliche Radweg nach Blankenheim, beziehungsweise der Ahrtal-Radweg, Entschuldigung. Der Ahrtal-Radweg ist übrigens ab Blankenheim bis zur Mündung in den Rhein, so steht's geschrieben bei Wikipedia, rund 90 Kilometer lang. Ob der Fluss jetzt genauso lang ist, kann ich nicht genau sagen, weil da sind ja noch Windungen und Schleifen und wie auch immer. Ja, was ich noch sagen wollte zu der Zugfahrt, wie gesagt, ne, man kann da diese Tagesfahrkarten, was die preiswertere Lösung eigentlich ist, leider nicht einen Tag vorher buchen. Überhaupt ist das ganze Bucherei da sehr blöd gemacht. Das muss ich vielleicht auch nochmal für die ganzen Veranstalter oder beziehungsweise Betreiber der ganzen Geschichte da bemängeln. Also zum Beispiel mit dem Regio Radlerbus in Rheinland-Pfalz, der von Altena, wo wir geparkt haben, von dort aus, wo wir gestartet sind, da kann man online leider nur die Fahrradkarten buchen. Und wie ihr ja wahrscheinlich am Anfang gesehen habt vom Film, viel los war da nicht. Ich habe es trotzdem gebucht. Man zahlt da leider auch eine Gebühr von 2 Euro zusätzlich. Finde ich auch nicht so ganz prickelnd. Also für 2 Fahrräder sind es eigentlich insgesamt 6 Euro. Also 2 mal 3 Euro mal 2 Personen gleich 6. Und dann bezahlt man halt noch die Gebühr für die Reservierung 2 Euro. Da muss ich mal ganz doof fragen, hallo? Denn irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Bei vielen anderen Anbietern wie der Verkehrsgemeinschaft VRS, da bekommt man eigentlich Rabatt, ne, wenn man vorher bucht. Und tja, naja, aber gut, steckt man nicht drin. Hier ist es halt bei dem Rheinland-Pfalz Radler, Regio-Radler-Bus, muss man zusätzlich für die Reservierung also was bezahlen. Tja, ist schon irgendwie recht merkwürdig. Jo, und dann muss man eben halt nochmal pro Person im Bus dann auch nochmal jeweils pro Person 3 Euro bezahlen. Macht also für 2 Personen logischerweise 6 Euro. Ja, das muss man dann, das kann man leider nicht vorher buchen. Jo, und dann geht es weiter, wie gesagt, für die Zugfahrtkarten. Ist die preiswerteste Lösung eben dieses Einzelticket für Erwachsene. Kostet also von Euskirchen, dort wo der Regio Radler Bus dann endet, 10,71 Euro pro Person. Der Nachteil ist, ne, wenn man denkt, okay, kann ich ja vorher buchen, geht leider auch nicht. Kann man nur buchen am selben Tag, wo es seine Gültigkeit hat. Denn dieses Ticket hat ab dem Moment, wo man es dann quasi bucht, online, sei es jetzt per Handy-Ticket oder online, hat es halt nur eine Gültigkeit von 360 Minuten. Also 6 Stunden, also da muss man schon gucken, ne? Wenn man wie wir einen Zug verpasst in Euskirchen, dann wird das schon ein bisschen eng, ne? Weil wir haben ja, wie gesagt, wir sind um 8 Uhr morgens losgefahren, hier von unserem Wohnort, ne? Und
damit wir dann pünktlich den ersten Regioadlerbus, der um 9.40 Uhr, 42 ab Altena losgefahren ist. Ja, ich wollte mich aber da, wie gesagt, nicht dann noch unterwegs mit beschäftigen müssen. Zumal, wenn es sonnig ist, kann man auf dem Handy-Display sowieso nicht immer so viel sehen. Also habe ich die dann online zu Hause noch eben kurz vor der Losfahrt mit dem Auto gebucht. Ja, denn das Problem ist, wenn man dann in Euskirchen ist, hat man eigentlich nur ein kurzes Umsteigezeitfenster. Ich glaube, es waren irgendwo nur 6 Minuten oder so. So viel ist das nicht. Und wir haben auch prompt unseren Anschlusszug verpasst. Denn ich muss auch nochmal sagen, von dem Bahnsteig 5 runter, wo wir angekommen sind, ist zwar ein Aufzug, aber da passen leider die Fahrräder nicht rein. Oder man muss die Hochkant hochstellen, so man denn das kann. Ne? Wir haben natürlich immer ein bisschen viel in unseren Fahrradtaschen. Und da so ein Fahrrad da mit dem Lenker nach oben hochzustellen, also das war dann nicht mein Ding. Also mussten wir die schweren Fahrräder dann die Treppe runterrollen. Und dann mussten wir wieder gucken, wo wir hoch mussten. Die Beschilderung unten in der Unterführung war auch nicht die beste. Ja, und dann fuhr uns der Anschlusszug auch prompt vor der Nase weg. Also wie gesagt, die Umstiegszeit ist da ein bisschen kurz. Vor allen Dingen mit schweren Fahrrädern. Gott sei Dank, rauf zum Gleis 1. Der Aufzug war dann schon bedeutend größer. Was man sich also da gedacht hat, am Gleis 5 mit dem Aufzug runterzufahren, kann ich also auch nicht wirklich nachvollziehen. Ja, und dann kommt noch das Problem mit den Fahrradtickets. Ne? Also die kosten eigentlich im VRS-Tarifgebiet der Preisstufe 1b oder 2a, das ist dieselbe Preisstufe, 3 Euro ab 01.01.2019. Und im Vorverkauf sind die sogar noch ein bisschen billiger. Ja, aber das Problem ist, die Dinger da vorher buchen zu können, das habe ich irgendwie auch nicht hinbekommen. Also habe ich dann da einfach die Tagesticket gebucht für Fahrräder bei der Deutschen Bahn und die kosten dann 5,50 Euro. Da hat man dann wieder einen Preisaufschlag. Ne? Ich weiß auch nicht warum. Bei dem einen, beim VRS kriegt man einen Rabatt und bei der DB bei den Tagestickets, obwohl die dann schon 5 Euro kosten, ja, muss man dann noch 50 Cent mehr bezahlen. Ich weiß auch nicht. Ne? Also irgendwie ist das alles nicht so ganz prickelnd. Aber es ist schon besser, das, wie gesagt, vorher alles zu buchen. Ihr habt gerade gehört, was ich gesagt habe. Ne? Die Umsteigezeit in Euskirchen ist schon recht knapp. Ne? Man muss da wirklich direkt wissen, was man macht, ob man sich da lange aufhalten, ob man die Fahrt rein. Ja. Aber wie es auch ist. Hier sind wir dann schon in Ahütte. Hier gibt es den Alphalia Schmetterlingspark oder was auch immer. Hier rechts ist die Halle zu sehen. Das war dann mal unser erstes Ziel. Da gibt es ganz tolle, viele Schmetterlinge zu sehen. Gab es auch vor kurzem hier im WDR-Fernsehen einen Bericht drüber. Da muss ich mal hinfahren oder so ähnlich oder wie auch immer das hieß. Wird sicher mal hier und da wiederholt werden. Da hat man auch über das Ahrtal berichtet. Allgemein über das da wieder Fische ausgesetzt werden, Lachse oder was auch immer, und ja, und einer, der sein Wild da selber schießt, und eben auch über diesen Schmetterlingspark. Also nur uns war es an diesem schönen sonnigen 01.06.2019 einfach zu warm, da in so einer tropischen Halle da rumzulaufen und die Schmetterlinge anzuschauen. Aber gut, wenn es denn mal ein bisschen kühler ist oder bewölkt, ne, dann ist das sicher interessant und man kann da mal reingehen. Ja, hier machen wir dann auch unsere erste Picknickpause. Von dort hätte man dann auch eigentlich zu einer Lokalität hingelangen können, wo es eigentlich dann auch hieß Lommersdorfer Mühle.
Zumindest gibt es da Übernachtungen und wir konnten auch von unserer Bank aus sehen, anscheinend gibt es da auch Kaffee und Kuchen oder was Herzhaftes zu essen. Man konnte da auch draußen sitzen. Wir haben es nur von der Bank aus gesehen und mal kurz angeschaut. Ja, wir sind weiter unterwegs auf dem, doch wenn man denn auf dem eigentlichen Bahntrassenradweg unterwegs sein kann, so wie hier. Das merkt man dann auch direkt, ne? Das ist sehr angenehm, schön bewaldet, sehr ruhig. Obwohl, zum Punkt sehr ruhig. Ja, ihr habt ja am Anfang gesehen, ne? Da hatten wir die blöde Landstraße von Blankenheim-Wald, vom Bahnhof bis zu dem Ort, wo die A-Quelle ist in Blankenheim. Neben der Straße ist wirklich nicht schön, ne? Sind sehr viele Motorräder unterwegs. Das geht andauernd. Und naja, also die Eifel ist natürlich wohl sehr beliebt bei den Motorradfahrern. Das haben wir zu Genüge oft gehört und ertragen müssen. Ja, und man darf nicht vergessen, also hier geht die Bundesstraße B258 durch das Ahrtal und man ist leider auch hier ja, stellenweise nicht gerade sehr weit entfernt zur Landstraße. Ne? Also da sind manchmal weniger als 100 Meter oder manchmal noch weniger. Und dann hört man natürlich leider eben auch diese Motorräder, die am Wochenende, vor allen Dingen natürlich diese Himmelfahrt und Pfingstwochenende und Ostern, denke ich mal, ne, die dann da auch sich natürlich neben den ganzen anderen Ausflugstouristen hier und da eine Übernachtung gönnen und da durch die schöne Eifel unterwegs ist, sind. Ja, wir kommen ja hier quasi aus dem Bergischen Land und da angrenzend ist ja auch das Sauerland. Wir haben auch schon einige Sauerland-Radtouren gemacht. Ja, hier ist übrigens eine kleine Rampe wieder hoch. Das ist auch so eine Sache, ne? Es gibt, wie gesagt, immer mal so blöde Durchfahrten. Ja, was heißt blöde, ne? Die sind halt nicht sehr schön, ne? Es ist halt schade, weil man hat nicht immer die Trasse, die alte Bahntrasse, auf der man eigentlich lang radeln könnte oder ich weiß nicht, ne? Ihr seht, hier ist man jetzt auch wieder eigentlich nicht unbedingt gerade gefühlt auf der Bahntrasse, weil dann kommen da wieder irgendwelche Trecker oder hier geht es dann mal wieder durch irgendein Örtchen. Ja, wo das jetzt hier genau wieder ist, weiß ich jetzt auch nicht. Könnte Ahrdorf sein. Und ja, und da geht es dann halt, ja, eben halt auch mal links und rechts ein bisschen neben der eigentlichen ehemaligen Bahntrasse entlang. Ja, ist ja klar, ne? Man hat die, wo die wahrscheinlich stillgelegt worden ist, nicht dran gedacht, dass man daraus vielleicht mal irgendwann einen Radweg macht. Kann man ja irgendwo nachvollziehen. Heute würde man das sicher vielleicht anders machen. Vieles wird dann in den Ortschaften bebaut. Ist ja, bringt ja Geld, ne? Ist ja klar, die Bahn ist ja immer arm und ist ja jetzt ein Aktienunternehmen, muss natürlich immer für ihre Aktionäre arbeiten und Geld. Ja, hier ist übrigens an der Stelle auch so ein bisschen blöde Streckenführung. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil es denn hier direkt scharf links geht, aber ihr seht, ne, das ist ja eigentlich am Boden relativ gut markiert. So, und hier geht es dann wieder auf die Bahntrasse hoch. Und ihr seht ja immer, also ne, wenn man der Bahntrasse folgen kann, ist sie auch sehr schön, ne, schön bewaldet und angenehm zu fahren. Vor allen Dingen natürlich an heißen Tagen immer sehr beliebt. Ja, wir hatten ja an diesem Tag später in Altenahr, als wir dort wieder ankamen, so roundabout 26 Grad. Und hier ist es eben halt sehr schön angenehm. Was ich noch vielleicht als Kritik auch noch zu sagen hätte, da werde ich aber auch sicher noch einen Brief schreiben per E-Mail an den Regioradlerbus, weil ich fände es eigentlich ganz toll, wenn der Regioradlerbus nicht von Altenahr nach Rheinbach fährt zum Zuganschluss,
Warum kann man den Bus nicht direkt bis Blankenheim fahren lassen? Das ist auch ein Zuganschluss, aber der könnte dann hier die B258 schön entlang fahren. Und man könnte sich dann die Stellen aussuchen, wie weit man fahren will. Weil von Blankenheim bis Altenahr sind es jetzt rund gute 50 Kilometer. Und es wäre ja wunderschön, wenn dieser Fahrradbus eben von Altenahr auf der 258, die verläuft hier nämlich immer parallel im Grunde genommen, neben dieser beziehungsweise dieser alten Bahntrasse, entlang fahren würde und auf diesem Weg direkt bis nach Blankenheim fahren würde, ne, wo die A-Quelle ist. Und man könnte dann da aussteigen als Endstation und dann von dort aus die Tour beginnen. Oder eben irgendeine andere Zwischenhaltestelle von mir aus als Idee, dass man dann meinetwegen zum Beispiel in dem Schmetterlingsgarten in A-Hütte nur fährt, nun nicht bis zur Endhaltestelle Blankenheim, weil man dann ein bisschen mehr Zeit hat, sich da nochmal die Schmetterlinge in dem Schmetterlingsgarten anzusehen und von dort aus dann losfährt. Also jede andere Zwischenhaltestelle aussteigen kann, in A-Hütte, in Dorsel oder in Müsch oder in Schuld. Das wäre wunderschön oder wünschenswert. Ich weiß auch nicht, wieso die Leute da von solchen, die Buslinien da planen, weil diese Strecke da von Altenahr bis Rheinfeld, die gibt es auch erst seit 2018, so wie ich nachgelesen habe. Deswegen, ich wollte schon immer mal von Blankenheim, von der Quelle bis, bis Altenahr radeln. Und ich verstehe nicht, warum man da das so gemacht hat, ne? Weil das ist halt wirklich sehr umständlich und sehr zeitraubend. Ihr habt ja gesehen, beziehungsweise könnt ihr euch ja vorstellen, man fährt von Altenahr bis nach Rheinbach und dann muss man da eben nochmal in den Zug steigen, dann mit Euskirchen nochmal umsteigen, um bis Blankenheim-Wald zu gelangen. Also das ist nicht wirklich sehr schön und viele Umstiege und sehr umständlich und sehr zeitraubend. Naja, ich werde da mal meine entsprechende Petition an den Regioradler wenden. Vielleicht wird man ja da mal erhört. Und wäre natürlich gut, wenn alle, die mal diesen Film sehen und sich meinen Kommentar anhören oder vielleicht dem anschließen können und auch mal dahin schreiben. Ja, jetzt kommt eigentlich die erste Umfahrung hier in Müsch. Ihr seht, ne, die gelbe Linie ist die Umfahrung, weil hier eben auch leider nicht die alte Bahntrasse genutzt werden kann, tut, wird oder wie auch immer. Finde ich auch sehr schade. Aber gut. Vielleicht kommt das ja noch, weil die alte Brücke ist über die B258 nämlich eigentlich noch vorhanden. Ist natürlich immer alles nur Wunschdenken und für uns Ausflugsradler. Wie habe ich letztens in irgendeinem Fernsehbericht mal gesehen, die Fahrradwege und neu angelegten Strecken, die sollen ja nicht nur hier für die Tagesausflügler sein, sondern man will ja die Berufspendler aufs Fahrrad bringen. Ja, hier ist dann auch eine kleine Pause möglich, ne, im Schatten. Wobei hier die Stadt Müsch wohl oder der Ort Müsch nicht gerade Vorbild ist, ne? Alles schön mit Schotter. Naja, gut. Im Hinblick auf das Insektensterben nicht gerade vorbildhaft. Übrigens war dann das letzte Stück bis dahin relativ steil. Ihr habt vielleicht gesehen oder könnt ja nochmal zurückspulen, ne? Also da waren dann schon Fahrradfahrer ohne E-Antrieb. Und die mussten da dann wirklich absteigen. Also ohne E-Antrieb ist das da schon mal schlecht, wenn man dann auch noch ein paar bisschen was in den Fahrradsatteltaschen hat, ne, oder in den Gepäckträgertaschen. Ist nicht wirklich schön. Ja gut, ob diese Fahrradstrecke hier, wie ihr seht, bei diesem Bodenbelag geeignet ist, auch für Rennräder, mag mal dahingestellt sein. Die haben ja immer sehr bescheiden bzw. schmale Reifen. Die wollen ja nur Speed machen und der Rollwiderstand ist ja nun mal mit den
hochdruckigen Reifen und den sehr schmalen Reifen nur darauf ausgelegt, einen sehr geringen Rollwiderstand zu haben. Ja, auf der anderen Seite bin ich natürlich froh, ne? Ich muss die nicht unbedingt haben. Ja, ihr seht gerade, da kamen sie vorbei, ne? Also die fahren wohl anscheinend eben nicht diese Schotterstrecke, beziehungsweise, ja, so ist ja nicht jetzt wirklich eine Schotterstrecke. Ja, scheint wohl für Rennradler nicht wirklich so geeignet zu sein, aber gut, die können ja wie die Bergziegen rauf und runter fahren, die haben ja noch mehr Power. Ja, hier habe ich mich dann auch mal kurz verfahren, ne? Also man muss auch mal ein bisschen gucken, wo die Schilder sind. Ja, hier habe ich mich dann noch mal kurz verfahren. Meine Frau hat den Weg dann direkt gefunden, das Schild, ne? Also man muss schon immer ein bisschen gucken, wo es lang geht. Und je nachdem, aus welcher Richtung man gerade kommt, ne? Jo, kommt halt vor, ne? Wenn man so ein bisschen in Gedanken ist, passiert das alles schon mal. Aber ist ja nicht schlimm. Dafür hat man ja auch einen Partner und dann klappt das auch. Ja, das war dann übrigens der kleine Ort Antweiler, in den man hätte reinfahren können. Da gibt es auch einen Hofladen, ja, eine Pizzeria. Also wer da Hunger hat, natürlich, ne, also direkt neben der Strecke gibt es nicht immer alles, ne? Das nur mal so am Rande gesagt. Ja, hier war übrigens auch eine doch etwas ziemlich blöde Umfahrung. Die war auch wieder sehr kurz, aber sehr steil. Ja, um wieder eigentlich auf die Bahntrasse wieder hoch zu gelangen. Ja, wie ihr seht, jetzt sind wir auch wieder auf der eigentlichen Bahntrasse, die ja, ja an sich, wenn sie denn hergerichtet ist, sehr schön ist. Gut, hier ist jetzt auch wieder nicht Asphalt, aber wie gesagt, das ist so eine, wie sagt der Herr Bartoschek, Dr. Bartoschek, der Bahntrassenradel-Infoseiten im Internet betreibt, ne, wassergebundene Decke, wie auch immer, also das ist jetzt nicht nur irgendwie Schlamm, Matsche oder so. Ja, hier war es mir dann auch wirklich schon wieder ein bisschen zu warm, da habe ich denn dann doch mal an meiner Outdoor-Hose die Beine abgemacht, ne, so dass ich jetzt also eine schöne Kurzhose habe. Ja, könnt ihr ja sehen, habe ich jetzt gewechselt und jetzt geht's auch weiter. Ja, zur Strecke. Ja, ihr habt vielleicht ganz am Anfang gesehen, ne, es sind roundabout gute 50 Kilometer, die wir hier radeln wollen und auch geradelt haben. Weil, ja, in Altenahr, von dort fährt eben halt der Radelbus, ne? Und ich hatte da keine Lust, dann nochmal was ist das, Ahrbrück, also in Brück, da endet ja eigentlich auch die Ahrtalbahn. Hätte man in den Zug steigen können und dann wieder bis Altenahr, das sind dann, glaube ich, zwei Stationen. Weil in Ahrbrück, da ist ja die Endstation der Ahrtalbahn, die von Remagen raus kommt oder bis nach Remagen geht am Rhein. Und ja, aber gut, also ich sag mal so, 50 Kilometer, gute 50 Kilometer mit dem E-Bike. Man fährt ja hier mehr oder weniger auf der Bahntrasse auch immer schön bergab sozusagen. Es geht ja quasi neben der Ahr entlang, immer flussabwärts. Also andersrum würde ich das wahrscheinlich mit einer Akkuladung auch gar nicht bewältigen können, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben am Schluss, wir haben 5 Ladebalken an unserem E-Bike, dieses Bosch-System. Könnt ihr ja am Lenker sehen, da wo mein linker Arm ist, da ist ja das Display. Ja, ihr werdet es nicht erkennen können, aber wie gesagt, maximal, wenn der Akku voll ist, da haben wir maximal 5 Balken. Und am Schluss hatten wir also gerade noch 2 Balken. Also ich denke mal, der letzte eine Balken, der wäre sicher noch angebrochen worden. Also es ist auch so schon flussabwärts relativ anstrengend. Also nicht anstrengend. Aber naja, ja, hier wie ihr seht, sind wir hier jetzt an dem Abschnitt, der ziemlich blöd ist. Denn ab hier geht es jetzt 5 Kilometer direkt auf der Landstraße lang. Ja,
Das geht dann hier von Fuchshofen bis nach Schuld. Unterwegs haben wir hier rechts immer mal eine Tafel irgendwo gesehen, wo drauf stand, dass man da wohl ja bis zur Fertigstellung der Bahntrasse oder die man herrichten will, vielleicht auch nur teilweise oder durchgehend, ich weiß nicht, habe da nicht mehr drauf geguckt. Ich fand es recht nervig, hier auf der Landstraße langfahren zu müssen. Ich finde es immer sehr unangenehm als älterer Mensch oder wenn man diese Tour mit als Familie machen möchte, ne? Vielleicht mit noch einem Kleinkind. Also ich kann das nicht unbedingt wirklich empfehlen. Ne? Hier geht es dann auch noch bergauf. Und ihr seht ja zwischendurch, heizen hier auch immer mal wieder die Motorräder vorbei. Und ich habe geguckt, ja, hier wieder mal, ne? Ist nervig. Ne? Ich kann nur sollten das mal hier irgendwelche zuständige Leute sich anschauen oder hören. Also ich kann nur darum bitten, ne? Seht zu, dass ihr dieses Teilstück fertig bekommt, ne? Dass das da auf der Bahntrasse verlagert wird. Das ist für Freizeitradler, aber auch für Berufspendler nicht gerade eine angenehme Sache hier, ne? Denn das ist relativ schmal hier, ne? Und ich denke mal, hier kann man 100 fahren als Autofahrer. Ja, da war jetzt ein Schild, glaube ich 70, aber trotzdem, ne? Hier sind Kurven und also da fühlt man sich als Fahrradfahrer wirklich nicht gut aufgehoben. Das kann ich nur ausdrücklich wiederholen. Ja, deswegen habe ich halt auch hier Strom gegeben. Ja, Gas geben kann ich ja nicht, ne? Ich kann ja nur treten und habe meine Unterstützung hier ziemlich ein bisschen höher gedreht, damit ich hier möglichst schnell wegkomme. Weil es macht wirklich keinen Spaß. Ne? Also 5 Kilometer, da war das erste Stück vom Blankenheim Bahnhof bis nach Blankenheim Ort ja noch angenehmer, weil da wenigstens teilweise doch neben der Straße wenigstens stellenweise ein Radweg war oder ein Bürgersteig, auf dem ich dann einfach halt auch lang gefahren bin. Also dieses Stück zieht sich dann und das braucht man nicht wirklich, ne? Also naja, gut. Ja, wie gesagt, man kommt dann einfach in Schuld raus und ja, in Schuld gibt es natürlich auch ein Hotel. Hotel und Café, Restaurant Schäfer. Wer denn mag, ja, es gibt da auch eine Landbäckerei, falls also jemand unter der Woche da langfahren sollte, der wird da sicher auch irgendwie Verpflegung oder was Leckeres, Herzhaftes oder was auch immer finden. Ja, wir sind dann auch da an einem. Ja, hier ist es, ne? Das ist dann so eine Art Pommesbude. Hier rechts das rote Gebäude nennt sich Aria Grill Pizzeria. Also man hat da wohl alles direkt in einem, von Pommes bis Hühnchen, Hähnchen, knusprige, weiß der Teufel was, ne? Also ja, das war also so auch das Einzigste, was einem dann da direkt mal eben an der Strecke zur Verfügung steht. Ja, jetzt kommt natürlich auch wieder hier eine blöde Umfahrung, ne? Wobei ich sagen muss, die, wie ihr seht, ist ja mal noch im Moment gar nicht ganz so schlecht, ne? Geht ja hier noch ein Stück weit durchs Grüne, aber gleich geht es immer rechts entlang und dann geht es auch bergauf, ne? Man muss dann da wirklich ja, aber gut, ne? Das ist eben hier in Schuld das Problem. Da ist ein Bergrücken und eigentlich geht da wohl, glaube ich, ursprünglich ein Tunnel durch den Ort, beziehungsweise weiter, wenn man denn die Bahntrasse nutzen würde, ne? Oder täte. Ja, gut. Alles Wunschdenken ist ja leider nicht, ne? Also muss man sich jetzt hier durch den Ort langsam wieder hochquälen, um dann wieder auf die alte Bahntrasse zu gelangen. Ist eine ziemlich blöde Schleife. Ja, einziger Lichtblick ist an dieser Stelle, ne?
Ja, hier habe ich mal die gelbe Linie eingezeichnet. Das wäre die eigentliche Bahntrasse. Und ihr seht, ne, da oben diese hellblaue Linie. Das ist die blöde Umfahrung. Ne? Und an der Stelle, wo wir jetzt sind, ist die grüne Linie. Und die rote ist eigentlich die, die hier links weitergehen sollte. Die so als Radweg ausgewiesen ist. Wir haben uns dann, weil ein paar Radfahrer gerade hier vorbeikamen, die sind hier lang gefahren. Und ja, also hier unten lang ist wesentlich entspannter. Ne? Man muss da nicht gleich wieder da vorhin links hoch, einen Berg hoch. Und das geht hier eigentlich akkurat weiter. Obwohl, wie gesagt, ich habe hier kein Hinweisschild gefunden, dass hier der Radweg lang läuft. Aber wie ihr seht, das geht hier dann auch relativ entspannt und auch jetzt langsam bergauf. Ja, hier links wäre dann die andere Fahrstrecke rausgekommen. Ja, also ich würde mal sagen, ich habe es mir in Komoot angeschaut. Es ist wohl da doch ein bisschen steiler. Weil da muss man erstmal einen kleinen Berg hochfahren im Ort und dann geht es wieder runter. Also fand ich ein bisschen doof. Dann doch lieber langsam stetig bergauf als einmal heftig und dann wieder runter. Muss ja nicht sein. So, hier erreichen wir jetzt auch wieder die Bahntrasse. Und wie ihr seht, ist das schon wieder direkt viel angenehmer und schöner. Schön kühl, wunderbar und auch relativ ruhig. Wenn man denn mal davon absieht, dass wir jetzt hier neben der L73 langfahren. Jo. Das nächste Örtchen ist dann auch Insul. Ja, hier geht es dann auch durch einen breiten Tunnel von der Bahntrasse. Auch nicht schlecht. Also Tunnels hat es, wie gesagt, jetzt so auf der Strecke, das war wohl auch der einzige hier, gar nicht. Es sei denn, natürlich, die Strecke wird noch wieder mal irgendwie ausgebaut, gerade vor allen Dingen diese 5 Kilometer zwischen Fuchshofen und Schuld, wenn die denn da mal irgendwann auf der alten Bahntrasse gelegt würde. Ja, ob man dann natürlich die Tunnels herrichtet, ne, dass man da durch die, ja, hier ist Insul, ne, damit ihr mal seht, wo wir gerade wieder uns befinden. Ja, hier geht es dann ein kurzes Stückchen auch auf der Landstraße lang, hier geht es dann in den Ort rein und wir biegen auch Gott sei Dank direkt wieder von dieser Landstraße ab. Also im Großen und Ganzen halten sich natürlich die Landstraßenabschnitte in Grenzen. Also man fährt eigentlich entweder hauptsächlich auf der alten Bahntrasse oder eben ja auf Nebenstraßen durch die Ortschaften. Ne? Also von daher ist es erträglich. Wie gesagt, das Schlimmste ist eigentlich diese 5 Kilometer zwischen Fuchshofen und Schuld. Kann ich nur immer wieder betonen. Und das Stück von Blankenheim-Wald, also von der Bahnstation bis nach Blankenheim-Ort, bis zur A-Quelle. Das ist halt wirklich nicht ganz so schön. Ansonsten kann ich die Strecke nur sehr empfehlen. Wie ihr seht, ne, ist sie sehr schön, landschaftlich auch abwechslungsreich. Gut, es gibt halt auch hier solche Abschnitte, ne, die sind wahrscheinlich auch nicht immer unbedingt auf der alten Bahntrasse. Denn die queren wir jetzt hier bei Dümpelfeld. Ne, hier gab es dann wohl auch mal so eine Art Gleisdreieck. Wir sind hier gerade unter dem alten Stück durchgefahren, was dann eigentlich in die andere Richtung geht. Und ja, hier rechts war übrigens auch ein Hinweisschild zu einem Restaurant oder Hotel oder was auch immer. Ja, wie gesagt, da sind wir drunter hergefahren unter dem kleinen alten Viadukt, was dann in Richtung, ja, hier ist der andere Bahndamm, der sieht man links und rechts noch ein alter Stützpfeiler, wo es dann eigentlich wahrscheinlich eine kleine Brücke gab über die A. Das ist der Abzweig, der eigentlich dann Richtung Altena geht. Klar, ne, der geht jetzt parallel rechts von uns weiter. Wie gesagt, der andere, der ging da Richtung, grob gesagt, Richtung Adenau von Dümpelfeld aus.
Ja, das ist dann der Adenauer Bach, der dann eben in Dümpelfeld in die A fließt. Ja, wir fahren jetzt hier weiter Richtung Norden. Ab Dümpelfeld macht eigentlich die A auch wie soll ich mal sagen, nochmal eine von einer Ost-West-Richtung. Ja, hier sind wir dann in dem kleinen Ort Liers. Habt ihr ja gerade gesehen auf der Karte, ne? Da war ein kleines Stück Ost-West und jetzt geht's so nordöstlich weiter. Ja, wir durchqueren hier jetzt den Ort Liers. Ja, ich fand es also ganz nett hier. Hier kann man es aushalten und sicher schön wohnen. Im Winter ist es bestimmt nicht ganz so lustig hier. Denke ich mal, hier gibt es bestimmt auch ganz gut Schnee. Jo, das war das Örtchen Liers und jetzt geht es dann auch schon weiter Richtung Hönningen. Ja, wie gesagt, wäre natürlich schön, wenn der Fahrradbus sich dieser Strecke annehmen würde. Das fände ich super toll, super gut. Ich kann nur sagen, wir haben hier im Bergischen Land, gibt es auch erst seit einigen Jahren einen Fahrradbus. Von Opladen über Bergisch Born bei Remscheid bis nach Marienheide. Ist auch eine alte Bahntrasse und die ist auch sehr beliebt mittlerweile und der Fahrradbus sehr voll, weil wie gesagt die Leute direkt von Opladen bis nach Marienheide immer entlang parallel zur Strecke auch dann mit dem Fahrradbus fahren können. Ja, wir erreichen hier das Örtchen Hönningen und wie ihr seht, oben auf der Karte war schon Altena zu sehen. Ja, also was ich noch sagen wollte, wie gesagt, zu dem Fahrradbus, ne, das ist schon eine tolle Sache, wenn man den Fahrradbus nicht so wie hier von Altena bis nach Rheinbach fahren lassen würde, sondern direkt von Altena bis nach Blankenheim. Ich glaube, das käme bei den Ausflüglern viel besser an. Ob es jetzt bei den Berufspendlern auch eine Sache ist, die interessant wäre, weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass dieser Fahrradbus auch unter der Woche fährt. Allerdings glaube ich auch nur von April bis irgendwie im Herbst rein. Also, ich kann nur sagen, ne, unser bergischer Fahrradbus, wie gesagt, von Opladen bis Marienheide, der ist sehr beliebt. Viele fahren mit dem Fahrradbus aus Richtung Opladen bis Marienheide. Umgekehrt ist er gar nicht mal so doll ausgelastet. Ja, weil die Strecke geht eben halt von Marienheide bis nach Opladen mehr oder weniger immer bergrunter. Und ja, so Wochenend- und Gelegenheitsausflügler, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, die wollen ja nicht berghoch fahren. Man möchte ja gerne dann ganz entspannt entlang radeln, so wie wir das jetzt natürlich hier auch tun. Also umgekehrt würde ich die Strecke nicht sehr gerne radeln. Ja, und wie gesagt, ne, also dieser Radbus, der kommt da sehr gut an. Ja, und man verbindet eigentlich, in Opladen ist eine Bahnanbindung, also man kann da sehr gut anreisen mit dem Fahrrad per öffentlichen Verkehrsmittel, vor allen Dingen mit Bahn, ne? Und in Marienheide ist auch wieder eine Zugstation. Also das geht ganz gut, ne? Von wo aus auch immer man dann gerne starten möchte. Wäre ja hier auch gegeben, ne? Wenn der Fahrradbus von Altena bis Blankenheim-Wald fahren würde. In Altena ist eine Zuganbindung, in Blankenheim-Wald ja auch. So, hier sind wir in Brück. Wie gesagt, hier ist ja auch die Endstation der Ahrtalbahn, die eingleisig von Remagen bis nach Ahrbrück Endstation fährt. Die werdet ihr gleich noch sehen. Ja, was hier jetzt noch ein bisschen interessant ist, ihr seht, ne, jetzt geht es mal wieder durch eine Ortschaft, also nichts mit Bahntrasse.
Ja, und hier geht es über die alte Steinbrücke. Und hier zur linken Hand hatte ich gesehen, in Komoot gab es eigentlich so einen kleinen Schleichweg, weil ich das Stück auf der kleine Stück auf der Ortsstraße eigentlich vermeiden wollte. Aber ich habe gesehen von Weitem, dass hier wohl eine neue Brücke gebaut wird. Das wird wohl dann der neue Radweg werden, Rad- und Fußweg, der dann abseits der Straße weitergeht und direkt an dem Bahnhof, an dem Endbahnhof in Ahrbrück rauskommt. Ja, warum zeige ich euch das, ne? Ihr werdet es jetzt gleich sehen und erleben. Also wenn man hier dann auf diesem kurzen Stückchen entlang fahren muss, ne, ihr seht, man muss hier durch die doch recht stark befahrene Ortsstraße. Das ist, glaube ich, hier die B257 lang fahren. Und hier ist nur Bürgersteig. So, und das ist dieses kurze Stück. Und hier würde der neue Weg links zur linken Hand gerade, wo noch die Absperrung ist, rauskommen. Wäre natürlich eine sehr viel entspanntere Angelegenheit. Und ich denke, der Weg ist da auch fertig gemacht. Ne? Wir waren vielleicht nur einen Tag zu früh. Ich denke mal, wie gesagt, wir sind hier am 1.6.2019 lang geradelt. An einem Samstag. Und ja, vielleicht war der Teer noch nicht trocken. Der frisch geteerte Teerweg da. Wahrscheinlich würde er gerade in der kommenden Woche eröffnet. So, hier sind wir dann jetzt auch wieder neben der Bahntrasse unterwegs auf Nebenstraßen, aber das tut ja der Sache jetzt keinen Abbruch, ist ja recht entspannt. Jetzt kommt auch noch mal ein schöner idyllischer Blick hier mit schönen bestandenen großen Wiese und oben links könnt ihr ja hinblenden. War auch ein nettes Kirchlein, ne, wo man war sehr schöner Blick, sehr idyllisch, sozusagen schon fast romantisch. Ja, und jetzt geht es ein bisschen weiter Richtung, ja, jetzt sind wir eigentlich die letzten paar Kilometer von Ahrbrück. Jetzt kommt gleich Kreuzberg. Das ist auch wieder eine Haltestelle der Ahrtalbahn. Ja, wer denn mag, wie gesagt, und die Sache von Remagen aus gestartet hat und bis dahin weiter radeln möchte, naja, ich meine, gut, es gibt natürlich Leute, die für die sind, was habe ich gesagt am Anfang, 90 Kilometer ist die Radstrecke lang von Blankenheim bis runter an den Rhein. Ist natürlich zu schaffen, na, ganz klar, ne? Und wie gesagt, ab hier, ab Alten A, wird das zweite Gleis der Bahnstrecke auch sehr viel genutzt, um den Fahrradweg eigentlich herzurichten und zu erstellen. Ne? Also das hat man schon sehr gut gemacht. Besser teilweise als, wie gesagt, eben da in Schuld. Ne? Da, wo die 5 Kilometer blöd neben oder auf der Straße da lang gehen. Also das gibt es dann ab Alten A eigentlich nicht. Ne, da verläuft sehr viel auf der alten bzw. Bahntrasse. Die ist ja noch aktiv, aber eben als zweites Gleis. So, jetzt sind wir hier auch schon, glaube ich, durch Kreuzberg durch. Ja, ist hier auch ein bisschen tricky, man muss hier immer aufpassen. Also der Ahrtal-Radweg ist eigentlich sehr gut ausgeschildert, beschildert. Man muss nur immer dann in den Ortschaften ein bisschen gucken, wo es lang geht. Ne, wie hier, da sind dann auch schon mal ein bisschen schmalere Wege. Ja, ist aber relativ alles entspannt und ich weiß gar nicht, was haben wir hier jetzt gefahren? Reine Fahrzeit. Wir sind da, glaube ich, in Blankenheim-Wald um 12:30 Uhr roundabout, glaube ich, los und waren dann so um 17 Uhr in Altena wieder zurück. Ja, ihr könnt es ja an meiner Armbanduhr ablesen, ne? Ist schon ganz witzig, ne? Man kann die immer sehen, wenn man da
mit dem 360 Grad der Panoramamöglichkeit, ne, kann man ja rumgucken und dann sieht man es ja. Könnt ihr also nachgucken, ist alles in Echtzeit, in Zeitraffer. Ja, ihr wisst schon, Zeitraffer deswegen, wer guckt sich schon 4 Stunden lang einen Film an, auf dem man nur Strecke sieht. Aber ihr wisst ja, ich mache keinen Sightseeing-Film, mir geht es um die Strecke. Die Strecke selbst ist das Ziel für uns, die Landschaft, einfach der Eindruck und Bewegung, dass man sich bewegt. Und gut, wir sind jetzt keine Hochleistungssportler, ich muss diese Tour auch nicht diese 50 Kilometer in 1,5 Stunden abspulen. Ne? Ich fahre kein Rennrad, wir wollen uns bewegen. Entspannt, und hier sind wir dann auch schon in Altenahr am Parkplatz angekommen. Ja, den kann ich hier eigentlich nur empfehlen. Hier waren jetzt zumindest kostenlose Parkplätze, und ihr seht, der ist auch recht groß, ne? Also von daher, leider habe ich da nicht mehr dran gedacht und habe eigentlich da direkt am Altenahrer Bahnhof geparkt. Ja gut, der ist natürlich dann kostenpflichtig. Ja, das ist jetzt hier eine Ortsstraße, aber jetzt kommen wir hier auf die Hauptstraße, und ja, die ist dann mal leider nicht so zu empfehlen. Aber die eigentliche Ahrtal-Radweg, der ging eigentlich rechts weiter da, direkt am Bahnhof. Da müsstet ihr hochfahren und dann gelangt ihr direkt neben dem, auf dem zweiten Gleis, um auf die Ahrtalbahn. Ja, hier wollten wir dann noch einen Schluck trinken oder Kuchen oder was Herzhaftes essen, aber dieses Lokal hat uns jetzt nicht so zugesagt. Das ist übrigens auch der Haltestellpunkt, von dem der Regio Radlerbus ausfährt. Ja, weil so an der Straße fanden wir das nicht so prickelnd, ne, mit dem lauten Autoverkehr. Deswegen habe ich gesagt, da war doch noch was direkt unten an der A, und dann sind wir da noch mal rumgeradelt und haben dann die Rückseite von einem Hotel gefunden. Die haben da dann noch ein schönes Gartenlokal, und dann haben wir uns da noch halt etwas getrunken und war sehr schön. Wie ihr seht, hier sind auch noch andere Fahrräder, ist schön schattig, und der Blick auf die A, die ist nämlich gerade rücklinks. Ja, hier sind wir dann wieder auf dem Weg zu unserem Auto. Hier war noch eine Eisdiele, da haben wir uns dann noch mal ein Eis gegönnt auf dem Weg. Ja, ich habe hier mal die Einstellung ein bisschen stehen lassen. Da könnt ihr euch dann mal anschauen, wie eng das hier ist. Und also, wie gesagt, nicht angeschwipst. Dann sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein. Okay, mit diesem Bild möchte ich mich dann schon mal bei euch verabschieden. Wünsche wie immer viel Spaß beim Nachradeln. Ihr und euer Fahrradkanal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.